Ein herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wieder ein Gespräch im Kaiserfeld. Das Kaiserfeld, Treffpunkt für Interessierte und Interessante. Und heute haben wir einen Gast hier im Kaiserfeld, von dem wir sicherlich Interessantes erfahren werden im Laufe dieses Gesprächs. Herr Wittralm wird mit mir gemeinsam dieses Gespräch führen und wir dürfen auf das Herzlichste begrüßen den ersten Landeshauptmann Stellvertreter Hermann Schützenhöfer. Herr Schützenhöfer, einen Tag nach der letzten Wahl 2005, erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch, haben Sie eine Analyse erstellt, warum ist es daneben gegangen? Und Sie haben gemeint, man war zu weit weg vom Bürger, man hat zu wenig Bürgernähe gehabt. Das Motto allein, wer Klasnik will, muss Klasnik wählen, hat nicht gezogen. Haben Sie daraus gelernt, nehme ich schon an, und haben Sie eine neue Strategie? Naja, es war damals insbesondere auch der innere Konflikt, der die österreichische Volkspartei in der Steiermark befallen hat. Und das alles zusammen hat eben dann dazu geführt, dass wir die relative Mehrheit im Land verloren haben. Diese 5 Jahre waren für die Volkspartei eine Zeit der Konsolidierung. Und ich denke, dass wir in der Summe in dieser Zeit nicht schwächer geworden sind, sondern dass wir innerlich stärker geworden sind. Und dass wir gute Chancen haben bei der Landtagswahl 2010. Sie haben gesagt, die Partei hat sich konsolidiert. Ich möchte auch noch mal auf das Jahr 2005 zurück. Die Wahl ist verloren gegangen. Man konnte es nicht glauben in der Volkspartei. Man hatte den Eindruck, als Klasnik gegangen ist, dem Landesrat Schützenhöfer, ist diese Führungsrolle so quasi passiert, war eigentlich in seiner persönlichen Karriereplanung vielleicht gar nicht mehr so vorgesehen. Inwieweit haben Sie persönlich in diesen 5 Jahren jetzt einen Lernprozess durchgemacht, zur Führungsrolle zu übernehmen und jetzt auch den Anspruch zu stellen, das Land zu führen? Es ist etwas ganz anderes, wenn man sozusagen am ersten Platz der Zweite ist, beziehungsweise wenn man am zweiten Rang der Erste ist. Der Erste in einer Partei, in einer großen Sammelbewegung zu sein, ist eine ganz große Herausforderung. Das war für mich natürlich auch neu. Aber es war mir zunächst darum gegangen, dass wir die Einheit in der Vielfalt der Volkspartei wieder gewinnen. Mir ist es nie darum gegangen, dass ich sozusagen eine geschlossene Partei habe. Eine Partei muss offen sein. Aber diese Einheit in der Vielfalt, das ist vielleicht der Vorteil eines Parteiobmannes, der längere Zeit in der Politik schon dabei ist, konnten wir herstellen. Wir haben heute ein Ziel. Wir wissen, dass wir die Chance haben, wieder die führende Rolle in der Steiermark zu übernehmen, wenngleich wir auch wissen, erstens, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben und zweitens, wir sind und bleiben die Herausforderer. Die SPÖ mit dem Landeshauptmann, das sind die Favoriten, sie sind auch vorne, aber es kann knapp werden. Nun, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, steigen wir doch gleich in die Wahl ein. Lange ist es nicht mehr. Sie sind schon sozusagen in der Kurve zur Zielgeraden. Eines fällt auf. Alle Parteien, Sie, auch die Blauen, bedienen sich des Wortes Heimat. Heimat, 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 Heimat. Man hat schon das Gefühl, dass die Politik den Begriff Heimat missbraucht zum Teil. Jetzt, wenn alle sagen Heimat, wen soll man dann wählen? Ich glaube, dass die Volkspartei die natürlich gewachsene Steiermark-Partei und Heimatpartei ist. Und das hat sich gerade auch in den letzten 5 Jahren gezeigt. Ich bin Tag und Nacht im Land unterwegs. Und ich sage immer, in der Liebe zum Land und zu den Menschen soll uns niemand übertreffen können. Und das spüre ich auch in der Begegnung mit den Menschen, dass das so ist. Selbstverständlich sage ich auch dazu, wir wollen die Steiermark nicht vereinnahmen. Die Steiermark gehört allen. Aber die Steirische Volkspartei ist doch die Partei, die das Steirische der Steiermark ganz besonders in den Vordergrund stellt. Und insofern denke ich, ist es zu Recht so, dass wir sagen, wir sind die verlässliche Partei der Heimat, die verlässliche Partei der Steiermark.
Aber ist es nicht doch eine Vereinnahmung, wenn Sie plakatieren, Zukunft weiß-grün, zurück zur Steiermark und drunter oder drüber steht Hermann Schützenhöfer und die ÖVP, dass Sie ganz bewusst diese Karte ziehen und als ÖVP dieses Bundesland quasi für sich unter Anführungszeichen in Besitz nehmen? Die Steiermark gehört allen. Und was wir zum Ausdruck bringen möchten, ist, dass das Steirische in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist, dass sich in dieses Land die Beliebigkeit eingeschlichen hat. Das Steirische, dass die Steiermark wieder steirerstark wird, hat damit zu tun, dass wir sozusagen den Nationalstolz der Steiermark ansprechen wollen, dass die Steiermark Tugenden hat wie kaum ein anderes Bundesland, was die Bevölkerung anlangt, die tollen Firmen, die Hochschulen. Die möchte ich sammeln, um die Steiermark wieder dorthin zu bringen, wo die Steiermark ja war, auf Platz 1. Nun, Herr Schützenhöfer, mit dem, wir sind stolz, Steirer zu sein, das wird ja nicht reichen für eine Wahl und für die Abgabe eines Stimmzettels für die Österreichische Volkspartei, zumal ja das große Problem sein wird, wie viele Leute gehen zur Wahl. Wer kann mehr Leute motivieren, die Wahl, die Urne zu gehen und die Wahlzelle? Aber die FPÖ, mit der ja schon einmal kooperiert wurde, ich glaube sogar in einer Koalition, oder war das auch Proporz, ich weiß es nicht mehr, nein, Proporz, glaube ich, nicht mehr ganz genau, die propagiert, die FPÖ propagiert, wir sind Heimat, wir sind Heimat, wobei man dahinter vermuten muss, dass das anders gemeint ist, nämlich wir wollen keine Ausländer, wir wollen die Steirer, sollen Steirer bleiben. Wie sehen Sie das? Ja, ich zerbreche mir da nicht den Kopf der FPÖ. Der Heimatbegriff ist für uns etwas ganz Natürliches, was mit der Identität eines Landes zu tun hat. Die Steiermark ist ein stolzes und großes Land mit Tradition und Fortschritt und das möchte ich verbinden. Und was andere Parteien unter diesen Begriffen verstehen, müssen die selber interpretieren. Ich möchte, dass die Steiermark einen guten Zukunftskurs fährt, dass sie sich besinnt auf das, was sie kann und dass sie versucht, gerade im Bereich der Arbeit, mehr zustande zu bringen, als das bisher der Fall war, als das in den letzten 5 Jahren der Fall war. Ich möchte Betriebe ansiedeln und nicht durch undurchsichtige Steuerideen vertreiben, ist zum Beispiel ein ganz zentraler Punkt. Denn die Zukunft eines Landes hat immer auch mit der Zukunft der Arbeit. Ich muss ganz kurz einhaken, bevor der Gregor Wittal mit der nächsten Frage kommt. Sie haben es jetzt gerade angesprochen mit Steuern. Nun macht es Ihnen ja der Finanzminister nicht leicht, indem er von Steuern spricht, die natürlich den Steirer treffen, ist ganz klar. Und von der Verwaltungsreform merkt man herzlich wenig. Man sagt ja immer, also die Verwaltungsreform ist nur dann in irgendeiner Form von den Kosten her zu minimieren, wenn eine große Schar von Beamten dies in Angriff nimmt. Wie sehen Sie das? Wie stehen Sie zum Vizekanzler und Finanzminister? Wie weit wird er Ihnen hilfreich sein bei dieser Wahl? Ich glaube, dass Josef Bröll mir eher hilfreich ist, als Herr Bundeskanzler Faymann dem hiesigen Landeshauptmann hilfreich ist. Denn das ist sicherlich eine Zukunftshoffnung für Österreich, Josef Bröll als Vizekanzler. Und was die Steuern anlangt, ich bin gegen jede voreilige Steuerdebatte. Das verunsichert die Betriebe, die wir halten wollen. Ich möchte, dass die Menschen wissen, die Politik kann nicht Arbeitsplätze schaffen. Die Betriebe können Arbeitsplätze schaffen. Und ich möchte die Rahmenbedingungen für die Unternehmen so setzen, dass sie hier investieren, um hier Arbeitsplätze zu schaffen. Denn Arbeit hat mit Sinnerfüllung des Lebens zu tun. Die SPÖ in der Steiermark zum Beispiel hat ihre Firma Leikam nach Slowenien abgesiedelt, um dort Arbeitsplätze zu schaffen, nicht hier. Das ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Unterschied. Arbeit schaffen durch Betriebe, die wir im Boot haben wollen, die wissen sollen, wir schätzen ihre Arbeit und denen wir nicht sagen sollten, nimm mal Cola und hau ab. Jetzt haben Sie geschildert, was mit der Steiermark aus Ihrer Sicht in den vergangenen 5 Jahren passiert ist. Jetzt muss man aber festhalten, dass die ÖVP
natürlich auch in der Regierung gesessen ist, also Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Ich kann mich erinnern, ich habe auch den Landeshauptmann dieselbe Frage gestellt. Da haben Sie zu Amtsantritt 2005 gesagt, wir versuchen es, wir wollen ehrlich für Augenprinzip zusammenarbeiten. Was ist passiert in diesen 5 Jahren? Weil der Eindruck nach außen ist ein anderer. Tatsächlich ist es so, dass die Zusammenarbeit gerade auch zwischen dem Landeshauptmann und mir schon einmal besser gewesen ist. Es heißt aber nicht, dass es ein total zerrüttetes Verhältnis wäre. Das wird ja auch überinterpretiert. Aber bei mir gibt es ein paar Prinzipien. Wenn man etwas vereinbart, soll es halten. Und wir haben ein Arbeitsübereinkommen geschlossen, das ja in etlichen Punkten auch gehalten hat. Aber ein ganz entscheidender Punkt war, wir gestalten den Haushalt, das Budget des Landes gemeinsam. Vergessen Sie nicht, ein Budget ist das in Zahlen gegossene Programm eines Landes für die Zukunft. Und schon nach ein paar Monaten hat die SPÖ gegen unsere Stimmen dieses Budget beschlossen. Sie hat also das Arbeitsübereinkommen gebrochen. Ein zweiter Punkt war die Vorgangsweise in der Energiesteiermark. Eine ganz wichtige Frage, wo man ohne jedes Gespräch mit uns Alleingänge gemacht hat, die dann im Stillstand geendet haben. Und das war eben dann für mich auch der Punkt zu sagen, eine Zusammenarbeit ist ganz offensichtlich schwer, aber die Zusammenarbeit gebrochen und den Streit in die Landespolitik gebracht hat die SPÖ und dieses Gerede, wir haben blockiert, ja, wo sollen wir blockieren? Die SPÖ hat die absolute Mehrheit. Wir könnten gar nicht. Darf ich noch kurz eine Unterfrage stellen? Aber hat nicht die ÖVP in ihrer Rolle, man denkt nur die Anschlusspressekonferenzen nach der gemeinsamen Regierungssitzung, wo auch regelmäßig Ihr Klubobmann teilnimmt, ganz bewusst diese Karte der Opposition in der Regierung gezogen, also wo nicht Ihre Regierungsmannschaft und auch nicht der Herr Schützenhöfer, sondern der Herr Drechsler ganz bewusst diese Opposition in seiner Art betrieben hat. Klubobmänner und Parteisekretäre können ruhig ein bisschen emotionaler agieren, das gehört dazu, das ist das Salz der Demokratie. Schauen Sie bitte, was die beiden Spitzen sagen. Und wenn Sie vergleichen, was der SPÖ-Vorsitzende und Landeshauptmann etwa nach Regierungssitzungen so losgelassen hat, wenn er in Rage gekommen ist, und was Hermann Schützenhöfer im anderen Stockwerk gesagt hat, dann können Sie gar nicht anders, als zum Ergebnis zu kommen. Ich bin nie ausgerastet. Ich habe nie den Landeshauptmann beschimpft. Das wäre mir gar nicht eingefallen. Man sagt, und man weiß es, dass Sie auch gegenüber Wien, dem Bund, vehement auftreten, wenn es um die Steiermark geht. Das muss also löblich erwähnt werden. Die haben da draußen nicht immer was zu lachen, wenn der Herr Schützenhöfer kommt. Bis jetzt hat es Ihnen nicht geschadet. Ob es uns genützt hat, kann ich auch nicht also genau verifizieren. Aber ein anderer Punkt, der noch sehr wichtig ist, auch bei Wahlen, und vor allem, wenn man in den Wahlkampf geht, das Wort Wahlkampf stört mich immer wieder, aber es ist so, damals hat man gesagt bei Frau Klasnik, sie habe nicht die richtigen Leute um sich gehabt. Die Leute haben sie falsch beraten und alles Mögliche ist da aufs Tapet gekommen. Fühlen Sie sich richtig beraten? Ich denke schon, dass ich richtig beraten bin. Aber ob man das ist oder auch nicht, man trägt dafür die Verantwortung. Und was Wien anlangt, wenn Sie gestatten, darf ich schon sagen. Mir ist es wichtig, dass der Erste im Land in Wien den Respekt bekommt, den er verdient. Der Landeshauptmann eines großen Bundeslandes, und solche gibt es 3, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, darf in Wien nicht Fähnlein im Wind sein, sondern muss Fels in der Brandung sein, wenn es darum geht, steirische Interessen durchzusetzen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber in 2 Punkten, etwa beim 40-prozentigen Anteil des Bundes am LKH 2020, also 178 Millionen Euro, konnte ich mich durchsetzen, waren harte Verhandlungen, und etwa auch bei den 300 Polizisten mehr, die wir bis 2013 erhalten werden. Das meine ich mit durchsetzen können und müssen, weil es ja für die Steiermark ist.
Und da bin ich dafür, dass man bundespolitische Vorgänge nicht nur kommentiert, wie das von sozialistischer Seite passiert, sondern man muss am Entscheidungsvorgang teilnehmen und nicht zur falschen Zeit auf den Tisch hauen, um dann abzufahren und man hat nichts im Rucksack. Nun, die LKH 2020-Geschichte haben ja mehrere sich auf mehrere Fähnchen auf den Hut gesteckt. Am Schluss wusste man eigentlich nicht mehr, wer war denn jetzt der Erfolgreiche. Entscheidend ist, dass es passiert. Das ist einmal ganz klar. Der Gregor hat sicherlich noch eine Frage, die in eine Richtung geht, die natürlich für die kommende Wahl von Bedeutung sein kann. Eine sicher entscheidende Frage, die immer diskutiert war, weil Sie auch gesagt haben, gestalten, und Sie wollen ja gestalten, ist das Thema Proporz. Der amtierende Landeshauptmann und die SPÖ wollen diesen Proporz abschaffen. Die ÖVP war einst auch nicht abgeneigt. Sie sagen jetzt nein, das ist kein Thema. Muss es denn nicht ein Thema sein, wenn man ernsthaft Politik gestalten will in diesem Land? Aus der Erfahrung der vergangenen 5 Jahre schon mal. Reden kann man über alles, aber wissen Sie, ich möchte nicht immer die Spielregeln ändern, wenn einem gerade irgendetwas nicht passt. Und Bundesländer, die den Proporz abgeschaffen haben, wie etwa Salzburg und Tirol, wer sitzt dort in der Regierung? Die vorher auch schon drinnen waren. Ist es nicht demokratischer, wenn ab einem bestimmten Prozentsatz und man einer bestimmten Mandatszahl, die eine Partei bekommt, durch dieses demokratische System, wie es wir in der Steiermark haben, eine dritte Partei in die Regierung kommen kann, sei es die Freiheitliche Partei, sei es die Grüne Partei, als wenn sie immer draußen bleiben und immer die zwei sogenannten Großen in der Koalition sind. Ich glaube, dass wir einer Zeit entgegengehen, die die Zusammenarbeit aller erfordert. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich möchte ein weiß-grünes Bündnis schließen mit allen Parteien, die im Landtag drinnen sind, wo wir sehr wohl die Kontrollrechte auch formulieren, damit das nicht ein Einheitsbrei wird. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, mit allen, die dann dem Landtag angehören, ein weiß-grünes Bündnis zu schließen, ein Arbeitsübereinkommen, zu dem sich alle bekennen können. Denn die Probleme, Arbeit, Sicherheit, Budgetkonsolidierung, wird uns vor große Aufgaben stellen, sind groß genug, um den Versuch zu unternehmen, alle einzubeziehen. Spielregeln muss man natürlich einhalten, ist klar, auch bei Menschen ärgere ich nicht, muss man das machen. Ich möchte jetzt auf ein Thema kommen, das insofern diffizil ist, weil die Wirtschaftskammer hat dem Ioneum Research den Auftrag erteilt, eine Studie zu errichten, wie wird es weitergehen in den nächsten Jahren. Und da wurde festgestellt vom Professor Steiner, wir werden in den nächsten Jahren Migranten brauchen und immer mehr Migranten brauchen. Die FPÖ operiert damit, dass sie sagt, alter Spruch von Haider, das Boot ist voll, wir haben davon genug. Und bekannt ist auch, da sind sie immer offen dafür eingetreten, sie sind dagegen, dass die Türkei in die EU kommt und damit natürlich die Migranten sich auch ein bisschen schwerer tun, in unser Land zu kommen. Zunächst sage ich einmal, ich bin dafür, dass wir alles tun, dass unsere eigenen Steirerinnen und Steirer Arbeit haben. Und auch wenn die Arbeitslosigkeit gesunken ist, sie war ja früher sehr, sehr hoch in der Steiermark, daher ist es ja leichter, wenn sie jetzt sinkt, sind nach wie vor an die 30.000, die durch Arbeitslosigkeit oder Schulungsmaßnahmen von der Krise direkt betroffen sind. Um die geht es zuerst. Zweitens geht es immer darum, dass man sozusagen qualifizierte Schlüsselkräfte in einem Land wie Österreich auch braucht, aus anderen Ländern. Und da haben wir ja nie eine Frage gestellt. Was die Türkei anlangt, die ist einmal erstens zum überwiegenden Teil ja gar nicht in Europa. Zweitens, ich habe ein Grundsatzproblem, wenn ein Land in eine demokratische Gemeinschaft gehen möchte, das Frauen zur Zwangsheirat vorführt, das nicht wirklich demokratisch ist, das Christen verfolgt. Wissen Sie, und dann sind wir sehr rasch bei den Debatten um Moscheen und so weiter, die wir hier auch führen.
Und da möchte ich sehr sensibel und sehr vorsichtig sein. Aber das, was man von uns verlangt, sollten die gegenüber den Christen zum Beispiel auch respektieren und die Freiheit garantieren. Die Frage wird Ihnen schon lästig fallen, die jetzt kommt, aber sie kommt dort immer wieder, vor allem in Vorwahlzeiten. Mit wem verhandeln Sie denn schon so leise, still und leise, irgendwo im stillen Kämmerlein? Die FPÖ war ja schon einmal in der Regierung, ist dann wieder hinausgeflogen. Das war ja die Selbstzerstörung BZÖ und FPÖ. Aber die Wahl ist sehr nahe und die konstituierende Sitzung der Regierung folgt dann nach einigen Wochen danach. Mit wem liebäugeln Sie? Mit den Wählerinnen und Wählern, dass die die Steirische Volkspartei so stärken, dass an uns niemand vorbei kann, dann eröffnen sich für uns manche Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass das ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird, dass es ganz knapp werden könnte, was für uns nach all dem, was passiert ist, jedenfalls schon ein großer Erfolg wäre. Und vielleicht schaffen wir überhaupt die Sensation. Mein Ansprechpartner wird aus demokratiepolitisch-hygienischen Überlegungen immer die zweitstärkste Partei sein oder die erste. Jedenfalls ist das nach menschlichem Ermessen die SPÖ. Wir werden sehen, wie die SPÖ agiert. Der Landeshauptmann hat ja ausgeschlossen, mit mir zu verhandeln. Also liebäugelt er ganz offensichtlich mit den Freiheitlichen. Er hat ja immer wieder gesagt, er lässt sich von denen liebend gern zum Landeshauptmann zu wählen. Wenn einer in seiner Position die ÖVP, sprich den Schützenhöfer, ausschließt, muss er ja eine Zusage in der Tasche haben. Mit wem können Sie nicht? Ich kann mit allen, die bei demokratischen Wahlen durch die Wählerinnen und Wähler in den Landtag geschickt werden. Wissen Sie, ich habe nie jemanden in meinem Leben ausgeschlossen. Ich habe immer meine Hand zur Zusammenarbeit gereicht. Das ist für mich eine Charakterfrage. Denn man muss den Entscheid der Menschen zur Kenntnis nehmen. Und das erfolgte nicht durch Putsch, sondern durch Wahl. Und ich kann mir vorstellen, dass Stimmen, die die Grünen, die Freiheitlichen, die Sozialdemokraten erhalten, dass da schon welche dabei waren oder wieder dabei sind, die uns gewählt haben oder uns erstmals wählen. Die Stammwähler gibt es ja nicht. Also ich darf Wählerinnen und Wähler nicht ausschließen, folglich auch nicht die Parteien, die sie gewählt haben. Vielleicht noch die kurze persönliche Frage, um das Was-wäre-wenn-Spiel vielleicht abzuschließen. Wenn es nicht klappt, jetzt sind die Erwartungen ja schon so hoch, Sie selbst sprechen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen und versuchen das Ganze aber schön den Deckel drauf zu halten, damit die Euphorie nicht zu groß wird. Aber man erwartet es bei Ihren Sympathisanten, dass der Schütze, ich darf das vielleicht so jovial sagen, es packen wird. Was aber, wenn nicht? Und er die Nummer zwei bleibt, was macht Hermann Schützenhöfer dann persönlich? Muss ich schnell einhaken, weil der Landeshauptmann Wobes hat auch in unserem Gespräch, das wir geführt haben, klar und dezidiert erklärt, er ist dann 58 und wenn er nicht Landeshauptmann wird, tritt er von der politischen Bühne ab. Wie ist das beim ersten Landeshauptmann-Stellvertreter? Das ist klar, wenn man Landeshauptmann ist und die Position verliert, dass man weg ist. Das war ja 2005 auch so. Ich bin das ja nicht. Ich will es werden und wir werden sehen, wenn die Volkspartei unter meiner Führung auf dem zweiten Platz bleibt, welcher Abstand das ist. Hat er sich verkleinert? Ist er nicht größer geworden? Oder ist das ein Absturz? Das sind dann verschiedene Fragen, die zu beraten sind. Bei einem Absturz ist klar, dass meine Zukunft an der Spitze der Volkspartei enden wohl entlang. Was heißt Absturz? Wie viel Prozent müssen Sie verlieren? Über das denke ich ja gar nicht nach. Ich denke jetzt, dass wir das, was uns vor 2 Jahren niemand zugetraut hat, dass wir in der Nähe der SPÖ landen, vielleicht sogar gleich stark wie die werden oder überhaupt die Sensation schaffen, dass das im Bereich des Möglichen ist, aber nichts ist fix. Die Favoriten, ich sage es noch einmal, sind die Sozialdemokraten. Wir sind die Herausforderer, wir sind ihnen nahe gekommen. Und was dann passiert, werden wir am Tag nach der Wahl oder in den Wochen nach der Wahl
zu beantworten haben. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin öfter bei Wahlkämpfen dabei gewesen. Ich habe erlebt, 1995, im Gegensatz dazu 2000 und im Gegensatz dazu wieder 2005, wo man in den letzten 3-4 Wochen gemerkt hat, da rutscht etwas hinauf oder hinunter. Jetzt habe ich das Gefühl, wir sind in der Summe im Aufwärtstrend. Ob das letztlich zur großen Sensation reicht oder knapp nicht, das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ich bin guter Hoffnung. Vielleicht noch eine Frage, kommt so, wie Sie es jetzt mutmaßen. Der Landeshauptmann Voves bleibt knapp vorne, der Schützenhöfer knapp dahinter. Sie wären wieder in der Rolle, dass Sie beide verhandeln. Würde das nochmal funktionieren aus Ihrer Sicht, aus persönlicher Sicht, aus zwischenmenschlicher Sicht? Ich suche mir das Gegenüber nicht aus. Das wäre doch überheblich, wenn ich sage, mit dem Parteiobmann der SPÖ oder der Grünen oder der Kommunisten oder der Freiheitlichen nicht. Da muss ein anderer her. Und die Volkspartei wird sich das auch nicht vorschreiben lassen. Wahlentscheidungen sind Entscheidungen des Souveräns, der Wählerinnen und Wähler. Und ich denke, wir sind alle gescheit und erwachsen genug, um daraus dann die richtigen Konsequenzen auch für Gespräche zu führen. Und es wird ja verhandelt werden müssen, mit wem auch immer. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter Schützenhöfer, man kann sagen, die Politik, die Politiker nehmen jetzt einen riesigen Anlauf. Die Gefahr besteht, dass sie stehen bleiben nach dem Anlauf. Ich hoffe, das wird nicht so der Fall sein. Wir wünschen Ihnen viel Kraft, das wird Kraft kosten. Und vor allem wünschen wir im demokratischen Sinne eines, dass die Österreicher und die Steirer wieder einmal zur Vernunft kommen und wissen, wie wichtig es ist, überhaupt zu wählen, wen auch immer. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Das wäre das Wichtigste und ich bedanke mich.